Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video geht es um eine Anwendungsaufgabe zur Erstellung des Schalenmodells am Beispiel des Aluminiumatoms. Die Aufgabe lautet: Skizziere das Schalenmodell eines Aluminiumatoms. Die Zusatzaufgabe 1 lautet: Markiere die Außenelektronen farbig. Die Zusatzaufgabe 2 heißt: Beschrifte das erstellte Schalenmodell. Halte das Video an und löse die Aufgabe. So sieht das Schalenmodell eines Aluminiumatoms aus. Die Zusatzaufgaben wurden noch nicht berücksichtigt. Wenn du bei der Lösung der Aufgabe Schwierigkeiten hattest und noch einmal eine Erklärung brauchst, dann bleib dran, hier kommt sie. Um das Schalenmodell richtig zu erstellen, nutzt du die Informationen über das Element Aluminium aus dem Periodensystem der Elemente, die du dann auf den Atombau übertragen kannst. Die Informationen des Elements Aluminium aus dem PSE und die Schlussfolgerungen für den Bau eines Aluminiumatoms notiere ich am Rand. Ich mache es der Übersicht halber. Du musst es aber nicht machen, nur wenn du es als Hilfestellung brauchst. Das Element Aluminium hat die Ordnungszahl 13. Das Aluminiumatom hat 13 Protonen im Atomkern und 13 Elektronen auf den Elektronenschalen. Das Element Aluminium steht in der dritten Periode. Somit besitzt das Atom Aluminium 3 Elektronenschalen. Das Element Aluminium steht in der dritten Hauptgruppe. Somit hat das Atom Aluminium 3 Außenelektronen. Kommen wir nun zum Erstellen des Schalenmodells für ein Aluminiumatom. Wie du gerade festgestellt hast, besitzt ein Aluminiumatom 13 Protonen im Atomkern. Diese stelle ich hier in der Mitte mit 13p+ dar. Die 13 Elektronen müssen insgesamt auf den Elektronenschalen verteilt werden. Da ein Aluminiumatom 3 Elektronenschalen besitzt, skizziert man sie nun um den Atomkern. Die erste Elektronenschale heißt K-Schale, die zweite L-Schale und die dritte Schale heißt M-Schale. Wie du bereits weißt, wird die maximale Anzahl der Besetzung von Elektronenschalen mit Elektronen durch die Gleichung 2 mal n Quadrat berechnet. Das kannst du für die ersten beiden Elektronenschalen anwenden. Die K-Schale steht für die erste Schale. Hier passen zwei Elektronen drauf, die ich jeweils mit einem Minus, das von einem Kreis umgeben ist, skizziere. 2 mal 1 zum Quadrat ist gleich 2, das heißt also, maximal 2 Elektronen passen auf diese K-Schale. Die L-Schale steht für die zweite Schale. Hier passen maximal 8 Elektronen drauf. Die M-Schale steht für die dritte Schale. Hier passen maximal 18 Elektronen drauf. Aber so viele Elektronen habe ich nicht mehr zur Verfügung. Das Aluminiumatom hat 3 Außenelektronen. Diese befinden sich am weitesten vom Atomkern entfernt. Sie sind die energiereichsten Elektronen eines Atoms. Demzufolge skizziere ich hier 3 Elektronen. Sie stehen also für die 3 Außenelektronen. Wenn du deine Lösung überprüfst, musst du insgesamt auf 13 auf den 3 Elektronenschalen verteilte Elektronen kommen. 2 Elektronen der K-Schale plus 8 Elektronen der L-Schale sind 10 Elektronen. 10 plus 3 Elektronen der M-Schale sind 13 Elektronen. Somit komme ich nun zur Lösung der ersten Zusatzaufgabe. Sicher hast du erkannt, dass diese Elektronen die Außenelektronen darstellen, weshalb ich sie farbig markiere. Um auch die zweite Zusatzaufgabe zu lösen, solltest du den Atomkern mit 13 Protonen beschriften, weiterhin die Elektronenschalen mit insgesamt 13 Elektronen und die gerade von dir markierten Außenelektronen. Im Prinzip könnte man hier noch eine Atomhülle drumherum skizzieren, die man dann auch beschriften würde. Der Übersicht halber lässt man die in der Regel weg. Sie ist aber da.
Zusammenfassend halte ich fest, dass es leicht ist, ein Schalenmodell eines Atoms zu erstellen, wenn du weißt, wie ein Schalenmodell aufgebaut ist und welche Informationen du aus dem PSE, also dem Periodensystem der Elemente, über das Element brauchst, um Aussagen für den Atombau zu machen. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, Chemie echt fetzig.